Herzlich willkommen zu GUI mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Dies ist der zweite Kurs, den ich im Internet veröffentliche. Der erste ist noch nicht fertig, aber gut, okay. Das hier kann man parallel machen, weil es tatsächlich keine so komplizierte Sache ist. GUI steht für Graphical User Interface und damit ist das Programmieren von Fenstern gemeint, also von diesen ganz normalen Fenstern, die wir auf dem Bildschirm sehen, wenn wir eine Anwendung öffnen. Das ist also eine ganz schicke Sache. Das wird von Python schön unterstützt, wenn auch nicht so ganz komfortabel, wie das man das von Java vielleicht kennt. Aber gut. So, in der ersten Folge wollen wir erstmal sehen, was für Bedingungen brauche ich, um ein Fenster zu öffnen. Und wir werden in dieser Folge ein Hauptfenster öffnen. Dazu importieren wir das Modul, das dafür zuständig ist, um diese Fenster zu verwalten. Wir erstellen unser Hauptfenster und wir werden eine Programmschleife einrichten und ihr werdet sehen, das ist eine ganz, ganz einfache Sache. So, wir gehen in unsere Shell hinein, Python 3.5.1 verwende ich, wer jetzt noch nicht meine anderen Videos gesehen hat. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir ein neues File erstelle. Ich schiebe euch das mal so ein bisschen rein. So. Auch hier habe ich eine relativ kleine Einstellung vom Bildschirm verwendet, damit ihr gut mitlesen könnt. Ich weiß, viele Menschen haben keinen zweiten Bildschirm und wenn man sich die Videos groß machen muss, dann ist das immer, man kann nicht gleichzeitig mitprogrammieren und die Videos schauen. Deshalb mache ich kleine Bildschirme, damit ihr den Browser schön zusammenschieben könnt und nur das Video dann im Blick habt, aber auch noch die ganze Schrift lesen könnt. So, gut, also hier haben wir erstellen uns zuerst ein neues File. So, und bevor wir irgendwas anderes machen, speichere ich das erstmal an meinen entsprechenden Ort ab. So, ich schiebe das jetzt hier auch noch ein bisschen ins Fenster rein. So, und ich gehe auf File, Save gehe ich hier, das seht ihr jetzt nicht, aber so, Save. Und schaue jetzt hier, wo ich meine hier habe ich alle meine Programme drin, also beziehungsweise die Daten von den Programmen. So, jetzt genau. Und jetzt gehe ich hier unten rein und schreibe hin GUI für Python. So, und das Ganze speichere ich dann ab. So, jetzt habe ich das hier drin. So, das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir ein Modul importieren, das nennt sich tkinter oder tkinter. Und normalerweise importiere ich Module mit dem Import-Befehl und dann kommt tkinter hinein. Solltet ihr noch eine ältere Version von Python installiert haben, also eine 2.x-Version, dann müsst ihr das T am Anfang groß schreiben. Hier müssen wir das nicht. So. Ich kann das so installieren und jetzt definiere ich mir gleich ein Hauptfenster. Das nenne ich Root und setze das gleich, beziehungsweise ich rufe jetzt einen Konstruktor auf, der mir in die Variable Root dann den Bildschirm setzt. Und das mache ich mit tk, großes T, kleines k, Klammer auf, Klammer zu. So. Und zum Schluss sage ich dem Programm, bitte so lange durchlaufen, bis die Abbruchbedingung geschaffen wird. So, ich nehme also meine Variable, in der mein Fenster drin sitzt, Punkt MainLoop, Hauptschleife, Klammer auf, Klammer zu, also ich übergebe keine Parameter und das war es dann auch schon. So, ich speichere das Ganze ab und lasse das Ganze laufen. So, und jetzt macht er mir einen Fehler.
Das liegt daran, dass ich immer meinen Code anders schreibe, aber ich zeige euch das jetzt, warum das einen Fehler macht. Ich muss also, weil das aus dem Modul tkinter kommt, muss ich das tk mit dem Modul davor und durch einen Punkt getrennt schreiben. Und ich lasse das Ganze jetzt nochmal laufen. So. Und jetzt seht ihr, was mir dieses kleine Programm macht. Es erschafft mir nämlich ein Fenster, da ist noch gar nichts drin. Oben steht einfach nur TK im Hauptfeld. Und es hat diese typischen Windows-Knöpfe, nämlich einmal minimieren, maximieren und schließen. Und wenn ich auf Schließen drücke, beziehungsweise auf jeden anderen Feld, macht es auch genau das, wofür es steht. Und ich schließe das Ganze jetzt mal wieder. So. Und damit haben wir uns ein kleines Fenster erschaffen. Ich möchte, bevor ich euch zeige, was man da alles reinsetzen kann, noch ganz schnell auf diesen Importbefehl zurückkommen, weil ich dort das anders gebrauche. Ich schreibe den nämlich, und das kann man auch. Nee, Moment, ich zeige euch jetzt erstmal noch eine andere schöne Sache. Import tkinter as tk kann ich schreiben. Und dann, na, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. So. Also as heißt als tk, und ihr werdet wahrscheinlich schon erraten, was das macht. Es ersetzt nämlich dieses lange Wort tkinter durch tk. So, und jetzt macht er mir hier tatsächlich in der Shell einen Fehler, nämlich tkinter is not defined. Das hat er mir eben noch nicht gemacht, und das behebe ich, indem ich jetzt tatsächlich dieses lange tkinter durch tk ersetze. So. Und hier haben wir wieder unser Fenster. Also das wäre eine Möglichkeit, sich die Schreibarbeit bei langen Modulen einfacher zu machen. Eine andere Möglichkeit ist die, die ich sonst immer benutze und die ihr auch von mir kennt, nämlich ich schreibe from tkinter import. Und wer bisher meine Videos verfolgt hat, weiß, dass ich dahinter dann immer irgendeine Klasse schreibe, die ich importiere. Hier möchte ich aber mal alles importieren, und das heißt, ich nehme einfach das Sternchen. So, und wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, wird es wieder eine Fehlermeldung geben. TK is not defined, ist ja auch klar. Wir haben das as weggemacht, aber ich kann auch nicht schreiben tkinter. Auch das gibt eine Fehlermeldung aus. Tkinter ist auch nicht defined, also definiert. So, ich muss das Ganze wegmachen. So, und jetzt läuft mir das Programm. Und so. Wunderbar. So, und das liegt einfach daran, dass ich sage, aus tkinter soll er mir alles importieren, aber ohne den Modulvorsatz. Das hat große Vorteile, wenn man viel schreiben muss in diesem Modul. Wenn man allerdings verschiedene Module hat, in denen Klassen mit gleichen Namen drinstehen, dann sollte man vorsichtig sein. Dann sollte man sich das eine vielleicht abkürzen, das andere, da könnte man es ganz weglassen. Das behandelt dann Python relativ variabel. Aber hier habt ihr eben diese drei verschiedenen Möglichkeiten, tatsächlich etwas zu importieren. Ich schreibe es euch nochmal auf. Import tkinter, import tkinter as tk. Da kann ich aber auch alles andere hinschreiben. Also ich könnte auch zum Beispiel hinschreiben, ich mag Donald Trump nicht. Könnte ich auch hinschreiben. Ist bloß nutzlos in diesem Fall. So, das Programm würde zu lang, und Donald Trump interessiert das nicht so. Sind die drei Möglichkeiten, etwas zu importieren. Ich benutze in den folgenden Videos diese dritte Möglichkeit, weil ich dadurch wenig Schreibarbeit habe und weil wir keine konkurrierenden Module haben. So, das war es jetzt erstmal für dieses Mal. Das nächste Mal zeige ich euch, wie ihr
kleine Sachen auf den Bildschirm bringt, erstmal Labels, dann kommen Knöpfe dazu, wie ihr die Knöpfe programmiert und so weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.